Ja, meine Freunde, ihr wisst ja, wie das nun mal so ist. Und ne, so mit Partys und so in der Jugend, ne, der erste Kuss, der erste Sex und so, ja. Und ich meine, so mancher Mensch zehrt an diesen Erinnerungen. Und für so manchen ist es halt irgendwie damit in die Hose gegangen, ne? Also so, der Merkel zum Beispiel, ne? Also bei der muss es echt richtig extremst in die Hose gegangen sein. So. Ihr erinnert euch ja noch früher so alles zu so dieser Labum-Zeit, so die dicke fette Party, so hier bumsen und saufen und Drogen nehmen und so, ne? Ja, und also so eine Szene, ich stelle mir das ungefähr so vor, passt mal auf, ich versuche zu improvisieren und so, passt mal auf. Ihr stellt euch vor, so alle so 16, 17, voll geil, ne? So der Euf läuft schon an den Beinen runter. Weißt du, voll fett gekifft, gesoffen, erstmal ordentlich ficken und so, ne? Und dann in so einem Kinderdisco-Tempel, so wo es nach ne, Sackhaare und Pisse stinkt. Jetzt stellt euch vor, so der kleine Angela, ne? So voll rattig und so, weißt du, richtig wegen Bumsen und so, weißt du, und dann kommt folgende Situation. Jetzt passt mal auf. So, und dann so, und sie so voll am Abdehnsten, voll am Abrocken, so, weißt du, ihre fetten Euter voll am Rumschwabbel, Schwabbel, Schwabbel, weißt du, und dann so plötzlich die Disco-Kugel fängt an zu rotieren und ihr Schwarm betritt die Tanzfläche und sie so, heute wird's passieren, also heute. Sie geht zu ihm hin, völlig rattig, völlig riemig, zu ihrem Schwarm. Sie versucht ihn zu küssen und er so. Und dann so guckt sie ihn mit strahlendem Lächeln an. Holger, heute wird's passieren. Mach mich zur Frau. Ich liebe dich. Und Holger? Angie, tut mir leid, aber ich bin schwul. Tja, und dann wird sowas plötzlich wundern. Das Ganze muss man sich nicht wundern.